Hallo zu On The Grid, Claudio Schiesel mein Name und neben mir Daniel Lohninger von Epicenter Österreich, kann man ja sagen, oder Epicenter Works eigentlich. Mhm. Ja, warum sind wir eigentlich hier? Was demonstriert ihr heute? Wir nehmen heute teil am europaweiten Aktionstag und Epicenter Works organisiert in drei Städten Fotoaktionen. Europaweiter Aktionstag für was? EU Copyright. Es soll ein neues Urheberrecht geben, das auf EU-Ebene geregelt wird. Hierbei gibt es vor allem zwei problematische Punkte, auf die wir aufmerksam machen wollen, nämlich es ist geplant, Upload-Filter zu installieren. Das heißt, jedes Bild, jedes Video, jedes Musik- oder Audiodatei, die ich hochlade ins Internet, soll vorher gefiltert werden. Es gibt nur zwei Firmen, die solche Filter anbieten momentan. Eine davon ist Google und das würde dann im Extremfall bedeuten, dass die gesamte kulturelle digitale Produktion unseres Kontinents über Google gefiltert wird, bevor sie online geht. Das ist ein Problem, das wir hier sehen. Das andere ist sogenannte Link Tags, das heißt Leistungsschutzrecht. Das wird in Österreich auch immer wieder diskutiert von Medienvertretern oder Verlagen. Also namentlich vor allem dem Verband der österreichischen Zeitungen, FÖZ. Ja, ja, ich kenne da einzelne auch, ja, die sie dann einfach nicht wollen, dass Google ihre Links einfach verwendet oder ihre Beschreibungen aus den Webseiten, um darauf hinzuweisen oder einen Newsfeed zu generieren. Das wäre aber ganz einfach lösbar, indem man das in einen Robots-Text schreibt, also das sozusagen das bekannt gibt, genau, ja, dass man das nicht will. Die Verlage wollen aber praktisch Google dazu zwingen, dass Google das zwar schon macht, aber dafür zahlt. Das hat in der Praxis nicht funktioniert, weder in Deutschland, wo man das schon probiert hat, noch in Spanien. In Deutschland haben die Verlage dann im Vorhinein freiwillig darauf verzichtet, damit Google sie weiterlistet, weil sie ja nicht auf diesen Traffic verzichten wollten. Und in Spanien hat Google den Dienst ganz einfach abgeschaltet. Das wird natürlich auf EU-Ebene so nicht passieren. Da, nur als kurze Ergänzung, ja. Da ist ja eigentlich geplant, genau solche Sonderlizenzierungsvergaben dann auch zu verbieten. Genau, ja, das soll verboten werden, dass es so nicht mehr funktioniert. Wir sehen aber das Problem, dass die Verlinkung ist eine Grundfunktion des Internets. Wenn ich die dann mit Kosten belege, wird das sehr problematisch, weil das Internet eben von Verlinkungen lebt. Ja. Und jeder könnte ja selbst aussuchen, ob er dies angezeigt werden will oder nicht. Jetzt gibt es die Diskussion jetzt, glaube ich, schon 6, 7, 8 Jahre in der Größenordnung. Free Strikes sind immer wieder ein Thema, dass eben Leuten auch sozusagen das Internet abgeschalten werden kann, wo es copyright-mäßig Probleme gab, wo es immer wieder urheberrechtsrechtliche Fragen gab. Diese Diskussionen im Netz laufen schon sehr lange. Vieles ging auch darum, wo es geheißen hat, ja, Blogger müssten dann eben auch Lizenzen haben, damit sie eben verlinken dürfen auf irgendwelche Inhalte von Firmen oder von Medienunternehmen. Wo soll das eigentlich hinführen und wie geht es euch eigentlich dabei, das Ganze zu ändern oder zu verhindern, dass es eben so kommt? Naja, das Thema ist schon seit Jahren im Gespräch, das ist richtig, weil das Urheberrecht eigentlich schon sehr alt ist und aus einer Zeit kommt, die einfach vor dem Internet war und das Internet halt eine ganz andere Funktionsweise. Und uns ist halt wichtig, dass hier nicht nur die Geschäftsmodelle von einigen Firmen, Verlagen, die halt ein anderes Geschäftsmodell haben, das mit dem Internet so nicht so kompatibel ist, die ihr Geschäftsmodell geschützt haben wollen, ohne dass man eigentlich die Möglichkeiten, die das Internet bietet, dabei berücksichtigt. Und die Technik, wie das Internet funktioniert und das mit bedenkt bei einer neuen Gesetzgebung. Ja, das ist unser Problem, das wir hier sehen. Ja, und wie dreht es hier dann auf? Seid ihr sozusagen als Lobby für die Bürger aktiv oder wie kann man sich das dann vorstellen? Genau, ja. Also wir wollen das Internet vor allem frei und offen halten. Wir wollen kein Internet der Konzerne, wo der Einzelne eben nicht mehr so partizipieren kann. Wo neue Schranken gesetzt werden, wo auch kulturelle Produktion, die das Internet in der Form ermöglicht, durch Remix und andere Dinge, Memes, eben dann nicht mehr möglich wäre. Das wollen wir erhalten. Und wir sind da eingebunden in europaweit natürlich mit anderen Organisationen, so wie heute an diesem Aktionstag, gibt es ja Aktionen in ganz Europa und wir beteiligen uns da als österreichische Organisation und nutzen auch unsere Kanäle auf EU-Ebene, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen und unsere Argumente vorzubringen. Und wie sieht das jetzt eigentlich zum Beispiel mit anderen Themen aus? Das Thema Leistungsschutzrecht ist der eine Punkt, der andere Punkt ist Überwachung. Da geht es ja auch immer wieder um das Thema Vorratsdatenspeicherung. Was werden wir da jetzt in nächster Zeit, in den nächsten 6, 7 Monaten oder auch mehr erleben? Und was ist der derzeitige Stand der Lage?
derzeitige Stand der Lage ist in Österreich, dass man hier gerade sehr viel installiert neu. Da müssen wir uns erst anschauen, wie das umgesetzt wird. Die Gesetze also sind beschlossen, Bundestrojaner zum Beispiel. Ja. Auf EU-Ebene gibt es einige weitere Vorstöße, die momentan, es gibt ein neues Netzdurchsetzungsgesetz, das im September noch auf der Agenda steht jetzt, das haben wir erst gestern mitbekommen, wo eben terroristische Inhalte schneller gelöscht werden können. Und es ist auch schon angedacht, Upload-Filter zu nutzen, um diese Inhalte im Vorhinein herauszufiltern. Also auch hier will man wieder Filter installieren, die jeden Content überprüfen, bevor er online geht. Ja. Das ist ein hochproblematisch in Bezug auf Meinungsfreiheit natürlich. Ja. Weil wenn ich jedes Mal erst bewilligen muss, dass ich sagen darf, was ich sagen will, ist das problematischer, als wenn ich im Nachhinein dort schaue, wo es problematisch ist. Schau, ja. Du spielst mir sogar schon ins Netz, wenn man so möchte. Audiovisuelles Mediendienstegesetz und verschiedene Regelungen, wir haben uns ja breit und lang darüber unterhalten, spielen ja da auch eine Rolle. Deutschland hat jetzt gerade eine Reform und geplant und hat jetzt auch gesagt, dass deutschsprachige Inhalte, die an Nutzer in Deutschland quasi sich richten und wenn das Medienunternehmen sich auch noch in Deutschland teilweise refinanziert, es unter die deutschen Lizenzierungsverfahren fällt. Das ist jetzt gerade in der Diskussion für den Entwurf vom Medienstaatsvertrag. Wie stehst du zu solchen Dingen, dass man sozusagen im Internet Protektionismus jetzt auch noch aufbaut? Ja, ich kenne das jetzt nicht so detailliert, dass ich das genau sagen kann, aber ein Problem ist natürlich, wenn man versucht, das Internet so zu behandeln, als gäbe es da Ländergrenzen ganz einfach und andere Lizenzen, die ich dann unterschiedlich vergeben kann, dass ich mich im deutschen Raum bewegen kann oder im österreichischen Raum. Hier muss ich schon ein bisschen bedenken, dass das Internet eben nicht ortsgebunden ist und ich eben dort Inhalte auch frei verfügbar machen können sollte. Abschließend noch eine Frage, wie soll sozusagen ein freies Internet ausschauen und was würdet ihr euch wünschen? Wir würden uns wünschen, vor allem, dass die Möglichkeiten, die das Internet einfach technisch bietet, weil es so konstruiert wurde, auch erhalten bleiben und man diese Möglichkeiten nicht zerstört, dass eben jeder die gleiche Möglichkeit hat, am Netz teilzunehmen, Inhalte zur Verfügung zu stellen und auch die gleichen Möglichkeiten hat, auf Inhalte zuzugreifen. Ja? Das Internet ist technisch so gebaut und so sollte es auch bleiben. Und wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen und wo kann man euch erreichen? Am besten einfach auf die Webseite epicenter.works, ist auch unsere URL. Da gibt es Kontaktmöglichkeiten, da kann man sich für Newsletter eintragen, da kann man sich eintragen, wenn man mitmachen will oder Kontakt aufnehmen, kann deponieren, was seine Interessen oder Fähigkeiten sind und dann finden wir Möglichkeiten. Und gibt es also Stammtische oder wöchentliche oder monatliche Treffen? In Wien gibt es Koordinationstreffen, zumindest monatlich. Und in Graz haben wir es jetzt auch monatlich. Da gibt es auch einen eigenen Newsletter und das ist alles im Kalender eingetragen auf unserer Webseite. Da findet man dann, wann das stattfindet in Graz. Und natürlich alles datenschutzverordnungskonform. Natürlich. Okay, gut, ihr seht, auch die halten sich an Regeln. Wir auch. In dem Sinne, see ya und bis bald bei On The Grid. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!